sind die Fronten noch immer verhärtet. Vor einigen Wochen hatte Mel B., 43, mit dem Ausplaudern eines intimen Geheimnisses für Aufsehen gesorgt. In einem Interview offenbarte die Sängerin einen One-Night-Stand mit ihrer Spice Girls-Kollegin Gary Horner, 46, gehabt zu haben. Sie war von diesem Sex-Doc allerdings alles andere als begeistert und soll angeblich mega sauer auf Mel sein. Jetzt trafen die beiden Frauen zum ersten Mal seitdem wieder aufeinander. Der Grund für das Treffen von Mel und Gary: die anstehende Spice Girls Reunion-Tour. Bisher probten Ginger Spice, Melanie C. 45 und Emma Bunton, 43, ohne ihre Musikerfreundin. Scary Spice wurde stattdessen in Los Angeles via Videochat hinzugeschaltet. Wie ein Instagram-Clip von Emma jetzt aber zeigt, trainierten die Ladies zusammen und dabei wollten Mel und Gary offenbar nicht nebeneinander stehen. Ob die Blondine ihrer einstigen BFF den Sexgeheimnisplausch noch immer nicht verziehen hat? Kurz nach dem TV-Gespräch von Mel hatte Gary ein Statement über ihren Sprecher veröffentlichen lassen, in dem betont wurde, wie nah ihr die Spekulationen um eine angebliche Affäre gehen würden. Es war sehr enttäuschend, wieder all diese Gerüchte zu lesen, besonders am Muttertag. Sie möchte die Fans wissen lassen, dass die Berichte neulich ihrer Familie sehr wehgetan haben, heißt es in dem Schreiben. Manuela Mayan, Ven.comlby und Gary Horner 2012 Anzeige All Action, Action Press Spitze Girls im Dezember 2012 Anzeige Getty Images Gary Horner, Sängerin Anzeige 49 klar. Ihre Freundschaft kann eben nichts zerstören. 241 Ich glaube, sie reißen sich nur wegen ihrer Tour zusammen. Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an Tipps@promiflash.de. Let's Blog @